Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu Bot Clash. Die erste Episode, ein brandneues Game, ist jetzt erst neu rausgekommen. Hat Hype-Potenzial des Todes. Ja, sieht sehr, sehr gut gemacht aus, seht das schon. Und das Wichtigste, die Rangliste. Mit wöchentlichen Belohnungen. Wir haben noch 77 Stunden Zeit, in die Top 100 zu kommen. Global Leaderboard. Top 100? Ich habe noch keine Platzierung. Okay, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Let's go, Alter. Also, wir haben einmal Erfolge. Das ist dieses hier. Musste Coins sammeln. Bots leveln. Seltene Bots sammeln. Das heißt ziehen. Ne? Legend Derby und so weiter. Gegner besiegen. Also hat hier diese Gemaronis verdienen. Hier unten wird auch so ein bisschen... Aber wir sind noch im Tutorial, denke ich. Warte mal. Wir haben drei Bots. Ne? Also Bots sind quasi Kämpfer. Die haben auch verschiedene... Guck mal, das ist eher so ein Defense-Atze. Und das ist eher so ein Angriffsatze. Und das ist eher so... Der ist Legendary. Auch so ein Angriffatze. Level up. Okay, wir können Bots, die wir haben, als Upgrade-Material nehmen, um die zu, vom Level her zu erhöhen. Das machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir haben nur drei. Man kann außerdem Reittiere haben, die wir noch nicht freigeschalten haben. Und Booster-Items, die wir definitiv hier mal aktivieren werden. Das haben wir mehr Luck und mehr Coin-Boost. Okay, die müssten wir jetzt irgendwo sehen, oder? Ah, hier sind sie angezeigt, genau. Dann ziehen wir jetzt mal die ersten Haustiere. Let's go, für 240... Digga, das ist ja die heftigste. 106 Energie. Ah, okay. Oh mein Gott, das ist so cool gemacht, das Game. 100, welchen habe ich ihn gezogen? Habe ich den besten da gerade gezogen? Habe ich da richtig geluschert? Welchen habe ich gezogen? Den hier, ne? Ist doch nicht der beste. Verdammt, habe ich verguckt. Das war der hier. Fast der schlechteste. Ich wurde gedemütigt. So, sind wir jetzt hier noch weiter im Tutorial? Damage pro Sekunde wird da angezeigt. Da links sind noch zwei Buttons. Da müssen wir aber erst Bosse besiegen. Wanted, was ist hier? Eine Quest. Ja, okay. Okay, ich muss anscheinend Teile suchen, die ich ihm dann irgendwie bringe. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Scheiße. Ah, ich muss diese Teile hier besiegen. Okay. Es wird mir angezeigt, man muss nicht nachdenken, das genau nach meinem Geschmack. Und wir haben es. Wir haben es, die Quest. Let's go. Gib mir den dicken, die dicke Belohnung, die dicke Frikadelle. Ran damit. Okay. Eine weitere Quest. Drei Barrels breaken. Was war da als das? Waren wir Barrels da? Attacke. Wer ist er denn, Alter? Der sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Besiegen wir den schon? Region Boss. Boss Power 330. Boah, das sollten wir aber eigentlich hinkriegen mit unserem einen Special Pet, ne? Aber wir gehen erstmal zur nächsten Quest. Holen wir hier auch nochmal ab. Boom. Hat er direkt noch eine Quest? 600. Es gibt immer mehr, ne? Jetzt müssen wir Geschütze fetzen. Aber 600 ist halt nicht viel. Guck mal, ich kriege ja allein von einem Geschütz 300. Dass jetzt so viel Sinn macht, die Quest da überhaupt zu machen. Es gibt auf jeden Fall mehrere Eier, die ich aber noch mehr erst freischalten muss. Gib mir mal die Belohnung hier. Komm, 600. 50. Ah. Defeat Green Guy Boss. Ah, das ist der. Nice. Okay, gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt kriegen wir 50 Gems geschenkt. Die können wir mal gebrauchen. Challenge. Okay, das ist... Alter, das ist ja komplett krank gemacht. Das Attacke, meine Robotzen. Ja, ja. Dank meines Special-Haustieres fetzen wir den anders weg. Nice. Und hier haben wir die Belohnungskiste. Okay, wir haben ein Mount gefunden. Ah, jetzt können wir auf den Boss reiten, oder wie? Okay, was ist das? New Abilities habe ich freigeschaltet. Mount Shop, genau. Ja, jetzt reite ich den, jetzt bin ich schneller. Ach, du heiliger Das ist ja krank. Und gib mir mal die 50 Gems hier. Muss ich wissen. 800 Gems. Muss man da jetzt machen? Verdammt, ich habe es nicht gelesen. Warte, ich habe hier was... Ach, warte mal. Wir haben Erfolg freigeschaltet. Gems? Da können wir ja mal ein bisschen mal was machen. Hier mehr Coins ist doch klug, oder? Mach mal. Mehr Gems ist ja anders klug. Safe. Bot Damage. Ist, denke ich, auch klug. Bessere Bots ziehen ist, denke ich, sehr klug. Mehr HP ist ja auch klug, denke ich mal. Ja, wir upgraden einfach alles einmal, oder? Macht das Sinn? So. Jetzt haben wir noch 1800 übrig. Was ist das hier? Das habe ich auch noch nicht freigeschaltet, ne? Region 3. Und wir haben eine neue Quest. 50, 100, 50. Junge, fast alles, was ich da ausgegeben habe, schon wieder reingeholt, ne? Wir können uns das nächste Gebiet kaufen. Wahrscheinlich klug. Machen wir mal. Ja. Zack. Nice. Sind wir im nächsten Gebiet. Hier haben wir die Minen. Fetzen wir. Oh, die sind schon stärker, ne? Und, ah, mein Mount schießt mit. Ich verstehe. Ja, wir sollten unbedingt eine bessere Haustiere jetzt ziehen. Habe ich da nicht mehr freigeschaltet? Muss gleich mal gucken, Alter. Das macht ja hier sonst keinen Sinn, ne? Komm her, Kollege. Gib mir die Belohnung. Und Quests haben wir auch geschafft. So. Das haben wir noch nicht, aber das haben wir. Okay.
Ich kann 10 öffnen auf einmal. Und wir kriegen einen garantierten Legendary-Bot, wenn wir 1200 geöffnet haben. 10 auf einmal jetzt, Leute. Das habe ich noch nie in dem Spiel gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der war gut. 8. Die werden immer besser nach hinten rausdenken. Nee, doch nicht. Ah, ich war oder anders getäuscht. Ich dachte immer, dass die seltensten dann am Ende kommen. Ist wie bei so einem Pokémon-Deck, wenn man das so neu sortiert. Und dann kommt ja die seltene immer am Ende, wisst ihr? Krank, ey. Hier kann man sehen, wie viele wir schon haben. Wir haben schon sehr, sehr viele tatsächlich. Und wenn wir... Ah, das ist cool. Wenn wir alle eine Region haben, kriegt man einen Coin-Boost. Das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, hier nochmal richtig deftig rein zu payen und irgendwie nochmal alle zu ziehen. Oder wir gehen rein. Oh, das ist ein Epic. New. Da haben wir 9. Okay. Ich denke, wir haben alle bis auf den, ne? Den Legendary, der fehlt uns. Ist auch 0,21%, ist auch selten. Ja, ja, der fehlt uns. Hier fehlen uns die und Region 3, den haben wir schon von Anfang an gehabt und die fehlen uns auch. Okay, und dann, wenn wir diese drei Regions... Warte mal. Und wenn wir alle haben, kriegen wir einen additional 10% Kampfboost, okay? Und dann in die Raumschiff kommen wir dann in die Space Station, das ist dann das hier, und dann in die Frozen World. Okay, das heißt, wir haben noch viel vor uns. Okay, krank. Wir wollten nach den Haustieren gucken. Was haben wir hier? Gibt es hier Deploy Best, ja. Ja, jetzt haben wir die hier. Aber wie kann... Die kann ich jetzt aber nicht... Power. AP, HP. Nee, Power ist schon am besten. Mounts. Haben wir am besten Mount? Nee. Ich kann die aber jetzt aufwerten, oder? Zum Beispiel, ich nehme jetzt den. Mache Level Up, genau. Da wähle ich den Müll, was ich so hier rumfliegen habe. Und dann gehe ich auf die... Ein Level Up. Boah, das ist aber teuer, Alter. Ich habe ja gefühlt jetzt mein ganzes Inventar ausgegeben für ein Level. Das heißt, ob sich das so alles lohnt, müssen wir mal gucken dann. So, Quest, das müssen wir machen. Die Fässer. Oh, jetzt one-shot ich die ja alle. Das ist schon ein bisschen gechillter hier mit meinen neuen Haustieren. Ey, wir haben nur noch eine Minute Superluck, ne? Wir sollten ja nochmal, bevor das abläuft, mit unserem ganzen Geld hier nochmal 10 Dinger ziehen zumindest. Schnell! Kann ich das skippen irgendwie? Ich will schneller, ich will nochmal 10. Ja, 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 nee, nee. Komm, gönn mir ein Epic. Nee, nee, ja, neu Epic. Mein neuestes, bestes Pet. Abgesehen davon von... Oh, ich kann mich teleportieren, das ist ja... Das kostet... Aber kostet das nur einmal? Boah, weiß ich nicht, das ist mir ein bisschen sehr teuer. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt Equip Best. Ja, jetzt haben wir den Epic. Der ist sehr, sehr strong. Besiege den Big Guy Boss. Okay. Das ist der Kaliber hier. Ey, wir haben so viel Cash, ne? Man, ich würde eigentlich gern... Wartet mal. Das muss doch hier möglich sein, mal diese seltenen auch zu ziehen. Wie sieht denn das hier in unserer Sammlung aus? Ja, das gibt halt Coin Boost. Das ist schon wild, ne? Uns fehlt halt jeweils der seltenste. Das ist so für den Arsch. Wie viel Prozent hat der? 0,1 und der... Auch 0,1. Die werde ich in 100 Jahren nicht ziehen. Ich brauche da den ultimativen Luck-Booster. Wartet mal, lass uns mal zu den Attributen gehen. Das macht doch Sinn, oder? War das hier? Nee, das war Collection. Attribute waren hier. Hier haben wir auf jeden Fall erhöht die Chance. Das ist schon wichtig. Wir gehen da rein. Ja? Wir gehen da nochmal rein. Aha. Gem-Income ist natürlich auch sehr wichtig eigentlich. Ne? Macht ja Sinn. Geld haben wir bisher eigentlich keine Probleme. Das ist immer mehr Damage mal. So, reicht. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Das würde mich mal interessieren. Und wie viel konnten wir uns verbessern? 0,13, ne? Ein bisschen was. Immerhin. Ab zum Boss, Leute. Ich bin bereit für die nächste Stage. Wir challengen ihn. Sollten meine Haustiere eigentlich locker fetzen. Wir haben sehr, sehr gute Haustiere. Attacke, Leute. Let's go. Das sieht sehr gut aus. Wir kriegen fast kein Damage. Nehmen hier auch noch den 100% den Double Coin Booster mit. Ach, guck mal, sogar mit Zeitbegrenzung. Du musst also einen gewissen Damage machen. Ich verstehe. Aber was kriegen wir da jetzt für Belohnung? Wahrscheinlich einen Haufen Gems. Zum Glück haben wir diesen Booster noch. Das wird jetzt komplett reinscheppern. Vier... Da. Ich habe da irgendwas freigeschaltet. Wer es gesehen? Ich weiß nicht was. Wir haben einen Erfolg. Upgraded 10 Abilities. Zack. Hammer. Da haben wir unsere Moneten ausgegeben, Leute. Das kann ich euch sagen. So. Jetzt hier die Belohnung vom Boss. Aha. Und irgendwas mit 5000. Habe ich das nicht gelesen. So, was haben wir jetzt hier? Das neue... Wir haben nicht das Ei, warum nicht? Aber ich das kaufen muss, hab ich ganz vergessen. Kacke, ey. Let's go, wir müssen dahin kaufen. Und Region 3. Oh, die haben jetzt schon viel HP, ne? Und wenn wir den Boss besiegen in der Region 3, dann haben wir dort so ein Raumschiff. Ich weiß nicht mal, was das kann. Wir werden es schon rausfinden. Wir müssen auf jeden Fall erstmal schleunigst unsere Haustiere aufwerfen. Wir haben die Quest abgeschlossen. Das heißt, wir können
hier zu der Kiste gehen, unsere Belohnung abholen. Können aber darüber hinaus natürlich auch das nächste Ei kaufen. Denn wir haben ja jetzt die Station gekauft. So, also diese dritte Region. Wir öffnen direkt 10. Wir haben ja 20.000. Ist drin im Budget. Jetzt gönn ein Lila an, bitte. Das wär's. Ich habe noch nie ein Legendary gezogen. Ach, sind das die Farben, die ich kriege? Ne, das sind ja vier Legendary. Das bezweifle ich ja. Scheiße. Grün. Grün ist okay, aber Lila? Blau ist besser. Blau ist gut, aber Lila wär's gewesen, ey. Lila wär's. Kann ich nochmal? 20.000 haben wir nicht. Oh, ist nicht drin im Budget, verdammt. Haustiere, equip best. Ja, jetzt sind wir natürlich, das ist schon eine heftige Steigerung. Jetzt haben wir 1.100. Jetzt ist unser OP-Bett, OP-Pad ist ja langsam, sag ich mal, überholt, ne? Ja, okay, ich verstehe. Gut, wir teleportieren uns in die Region 3. Da haben wir nämlich die Quest, dass wir diese Riesengeschütze machen müssen. Okay. Da hat doch jeder eine andere Attacke. Guck mal, der hat einen Flammenwerfer, die haben eine Lasergun und der hat einen Raketenwerfer. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Das Spiel ist wirklich abnormal. Gut, ich denke, das wird noch richtig heftig hypen, wenn das sich mehr rumspricht. Leute, aber hier habt ihr es zuerst gesehen. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, wir haben den abnormalsten Money Boost bekommen. Haben jetzt hier 75.000 gleich. Ich weiß nicht, ob der nochmal mehr droppt, wenn er besiegt wird. Ja. Hä, ich verdiene immer noch was. 92.000 Base. Soll ich mich vielleicht zu Region 1 teleportieren? Das ist wahrscheinlich klüger, da habe ich einen kürzeren Weg. Boah, ich schiebe hier schon auf die Rangliste, ne? Aber okay. Belohnung von der Quest abholen. Das ist aber, glaube ich, nicht viel Cash, oder? Wie viel ist es? 150. Den letzten Boss. Aber vorher gehen wir hier mit 10 rein, Alter. Let's go. Gönnen epischen. Ich habe noch keinen epischen aus dem. Nee. Ich krieg nur normale. Grün. Blau. Das war's. Nochmal. Die sind safe nach Stärke sortiert, oder? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Legendary. Ich habe meinen ersten Legendary. Ey, das ist der, den wir von Anfang an hatten, lol. Aber der ist viel stärker. Warum? Guck mal, der ist viel besser. Deploy? Achso, das ist einfach nur... Ich dachte, ich kann euch zusammenfügen. Ja, wartet mal. Nee, der hat viel weniger... Warum ist der viel... Ach, guck mal. Ah, jeder Bot kann quasi eine zufällige Ausrichtung haben. Balance, Defensive und Offensive. Und der ist zum Beispiel offensiv. Deswegen hat er so viel Damage und wenig HP. Und der hier, weil er balanced ist, hat halt gleich viel Attacke und HP. Und aber overall haben sie jetzt 2707. Das ist gleich. Aber die Verteilung ist ein bisschen anders. 129.000 HP. Ja, okay, schaffen wir easy. Mal sehen, wie viel der abzieht. Oh doch, der zieht schon viel ab. Guckt mal. Aber wird nicht reichen. Wir machen mehr Damage. Aber ich muss ja auch Damage machen. Stimmt, ich hab's vergessen. Aber zeittechnisch ist das hier schon knapp kalkuliert, ne? Guckt mal. Wenn wir den zweiten Legendary nicht gehabt hätten, hätte es schon enger ausgesehen. Wir haben plus ein Herz. Was bedeutet das? Wir haben eine Challenge. Oh, wir haben viele geschafft. Alter Schwede. Boah, der über viele, hä? Hammer. Zack. 1200 Joints haben wir uns wieder geholt. Okay. Joints? 100.000 für ein Raumschiff. Oder so. Okay, dann fahren wir hier noch ein bisschen Cash. Wahrscheinlich macht es einfach nur Sinn, dieses eine fette Elite-Ding hier zu ruppen, ne? Während ihr das fightet, Leute, macht das schon. Gehen wir mal in die Region 1 und holen uns unsere Questbelohnung hier ab, tatsächlich. Gems nehme ich 150, nice. Und damit haben wir alle Quests in dieser Welt geschafft. Perfekt. Bevor ihr fertig seid, kommen wir wieder zurück. Und wie sieht's aus? Hier liegt eine Menge Geld. 56.000. Dann hauen wir mal die 100.000 Gold-Frikadellen auf den Kopf. Neue Region, ja. Was ist das jetzt hier? Was muss ich da machen? E. Ah. Ah, okay. Ich fliege mit dem Raumschiff los. Okay. Erfolg freigeschaltet. Abzeichen verliehen. Okay. Okay, ein Power-Up. Okay, jetzt gibt es Power-Ups. Das ist neu. Und das ist auch neu. Es kostet ja fast nichts. Also ich drück's mal. Okay, der sieht gleich aus. Aber der Boost war heftig, ne? Guckt mal. Von 2,7 auf 3,3. Das scheint sehr viel zu bringen. Ich mach nochmal. Bei jedem dritten Power-Up bekomme ich irgendwas. Ich mach mal. Ah, jetzt habe ich... Ah, immer wenn ich sie dreimal upgrade... Junge, das ist so ein krankes Game. Wenn ich sie dreimal upgrade, kriegen sie einen, quasi so einen Partner, der mit ihm rumfliegt. Und dieser bringt ihm Kamera aus. Folgt dem Bot und teilt ihm 0,9% seiner Max-HP alle 3 Sekunden. Stackbar. Dann machen wir den jetzt ja auch nochmal dreimal und gucken mal, was der jetzt hier kriegt.
Und folgt, das ist ein anderer, guck mal, das ist ein anderer. Folgt dem Bot und boostet seine HP um 10%. Ah ja, na gut, ist doch schön. Haben wir ein bisschen rumprobiert, war jetzt auch nicht teuer. Hier liegt Geld rum. Okay, sammeln wir ein. Was ist das? Miner produce Coins und Gems, wenn du offline bist. Okay. Die Production Rate erhöht sich, wenn du neue Regionen triffst. Außerdem gibt es jetzt neue Mounts. Für Robuxen aber auch nur. Und wir können unseren upgraden. Boah, dann ist der viel stärker. Okay, das machen wir mal. Machen wir nochmal. Jetzt haben wir 7000 Damage. Das ist ja übel viel. Okay, was ist? Wer mit den Legendary ziehen, das wäre. Oh, direkt grün. Stark. Ach, gibt's wahrscheinlich. Grün ist wahrscheinlich. Ah, das gibt auch nicht. Ich dachte, grün ist das Schlechteste. Wisst ihr aber doch nicht. Nee. Ja. Gut, blau. Blau ist gut. Blau ist das Beste, was man hier so außer die seltenen ziehen kann. So, da gehen wir mal an die. Das ist wahrscheinlich jetzt. Jetzt hätte ich wahrscheinlich. Deploy Best. Nee, die sind noch im Team tatsächlich gerade so. Aber der ja auch. 3-3. Der hier mit 2-4 wird wahrscheinlich bald rausfliegen. Wir sammeln die Kohle ein. Haben direkt wieder fast 40.000. Können direkt wieder 10 öffnen. Boah. Dass hier noch keinen Rang stehen habe. Oh, guck mal hier. 100 plus. Ach so, da steht mein Rang nicht, sondern einfach meine Power. 100 plus. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich habe was verstanden. Jetzt ziehe ich einen epischen, oder? Das würde zumindest was erklären. Ja, ich habe es verstanden. Okay, ich hab gerade was gecheckt. Das steht wahrscheinlich eh schon unter mal in den Kommentaren, Leute. Ich hoffe, wir haben auch 100.000 Likes an dieser Stelle, wenn ihr das schon spammt. Guckt mal, ich ziehe jetzt einen. Farbe wird immer angezeigt. Blau. Blau ist das Beste. Man erkennt das an der Farbe mal, wenn die sich das Tor öffnet, wisst ihr? Junge, ich ziehe einfach 10 blaue. Blau only oder was? Okay, doch nicht. Okay, das ist tatsächlich, also man sieht es ja sowieso, aber es ist halt jetzt nett zu wissen. Weißt du nochmal Bescheid, so. So, wir haben den hier besiegt. Gib mal her die Buletten. Das ist den zweiten für die Quest. Let's go. Wir haben aber bessere Pets, denke ich. Ja. Der epische ist auf jeden Fall drin. Der ist drin. Okay. Müssen die halt alle gleich mal upgraden auch und so, ne? Können ja gleich schon wieder in die Haustiere rein. Ich meine, Gems werden halt leider auch immer weniger. Müssen ein bisschen sparsam sein. Mit dieser unendlichen Kohle, während die da eh 100 Jahre fighten, sollte ich wahrscheinlich hier hingehen. Und mal mein Haustier-Sammlung voll machen. Wir brauchen hier das Epische. Also wir wollen, dass das Tor lila ist. Ja, richtig. Boom, Alter. Geil. Zeig mir den lilanen, zeig mir den. Genau, den will ich sehen. Jawohl. So, aber jetzt haben wir bei den anderen beiden noch. Jetzt haben wir auch einen Boost schon, ne? Lass mal gucken. Jetzt haben wir da einen Boost freigeschaltet. Hier, Claim. Jawohl. Stackt sich das jetzt einfach nur? Oder ist das hier einfach einen, den ich jetzt für immer habe? Increased Coin Income from... Nee, das ist schon für immer. Und hier haben wir dann immer 10% mehr Damage. Das ist schon ziemlich heftig. Deswegen sollten wir definitiv diese Dinger hier voll machen. 0,13 ist doch jetzt... Wir wollen gelb... Ah, blau nur. 0,13. Wir öffnen 10. Das heißt, wir haben eine 1,3%ige Chance, den zu ziehen. Das ist schon sehr wenig, Alter. Verdammte Kacke ist das wenig. 1,3%. Ich glaube, jetzt kommt hier direkt der Boss danach. Weil normalerweise haben die eigentlich kleinere Quests angefangen. Die war schon relativ hässlich. Ja, Region Boss. Wir probieren einfach. Warum soll ich mich jetzt groß aufhalten? Vielleicht besiegen wir den ja. Ich hab bisher immer jeden Boss besiegt, ne? Macht natürlich mehr Sinn. Da kann ich mein ganzes Geld direkt ausgeben. Für die neue Region und dann auch für die neuen Haustiere. Da muss ich mir nicht die kaufen. Okay, das war Damage jetzt in 3 Sekunden. Okay, der hat heftige Attacken. Das sollte sich aber locker ausgehen. Hä? Absolut easy. Ich habe natürlich auch den Damage-Boost hier zufällig aktiviert. Das war klug, ich mache Doppel-Damage. Aber wir würden es auch ohne Doppel-Damage schaffen. Von dem her hat das jetzt nicht so einen Unterschied gemacht. Gib mir die dicke Belohnung, komm. Was kriege ich? Plus, ach, das ist ein Booster, die ich da immer bekomme, Leute. Das ist ein Booster. Okay, ich verstehe. 280.000. Jungs, wisst ja fast alles, was ich hoffe. Zack. So, jetzt muss ich wieder die Epischen besiegen, wahrscheinlich direkt von der Quest. Ich predict das jetzt mal schon. So, wir gucken. Gems. Okay, wir sehen es nicht mehr. Wie teuer ist hier? 172.000. Okay, wir sparen auf 172.000. Ich vermute mal, da wird jetzt gleich ein Ausrufezeichen. Ja, ich wusste es doch. Auf 172.000 müssen wir sparen, Leute. Boah, wir machen ja fast keinen Damage. Was ist das denn? Während meine Haustiere tapfer weiterarbeiten, gehen wir in 10 Eier von hier ran. Bitte lila, bitte lila. Ah, blau. Ja, ist okay. Das hätte ja auch... Grün hatten wir schon. Ne, grün hatten wir auch schon mal. Ne? Wir hatten schon Eier, wo kein einziges Blaues dabei war. Also so gesehen. Ja, aber jetzt wird es aber auch mau. Wieso denn so? Ja, wenigstens ein Grün. Mein Gott. So. Jetzt haben wir hier heute auch direkt alle außer Episch und... Ja, ist diese Legendären hier, ne? Legendären und Epischen.
Okay, schade. Pets. Equalbest. Oh, jetzt sind die alle raus, die ich hatte, ne? Alle raus. Komplett ersetzt mit neuen. Alle raus, die ich die ganze Zeit hatte. Das tut schon ein bisschen weh in meinem Herzen, ne? Sag ich euch, wie es ist. Was war mein allererstes Pet? Ja, warte, mein allererstes Pet kann ich euch natürlich sofort zeigen. Das war... Ah, welcher war denn das? Der hier, oder? War das der? The Giant? Das ist jetzt The Elina. Ups, verdammt. The Elina. Ja, allererstes Pet. Das müssen wir uns merken. Das dürfen wir nicht verscherbeln, Alter. Unser allererstes Haustier. So. Aber kommt trotzdem nicht ins Team. Ist leider ein bisschen zu schwach. So, den ersten der Quest haben wir. Wir haben einen Booster von dem bekommen. Das ist sehr gut, weil der Booster läuft gerade ab. Hier. Zack. Direkt wieder aktiviert. Back to back. Nice. Okay, die fighten da jetzt weiter. Ich habe in der Zwischenzeit hier 600.000 verdient. Wir brauchen diesen epischen, Leute. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir gehen da rein. 1,6%. Das geht schon. Das kann man ziehen. Yeah, man muss daran glauben, Leute. So wichtig ist das. Wow. Geil. Eigentlich selten. 1,6%. Warte mal. Mal 10. 1,6%. Das ist schon selten. 1,6%, dass man den in diesen 10 Eiern... Ach nee, 16%, sorry, never mind. 16, okay, 16% ist schon nicht. Aber ist immer noch selten, Leute, oder? 16%? Boah, 11.000, Mann. Okay, den leveln wir jetzt. Leveln wir den? Ne, eigentlich ist es ja Gem. Na, wir können schon mal leveln. Wir haben ja eh so viel sinnlose Pets, Alter, die so schlecht sind. Wir gehen hier mal den ganz. Ja, moin, die bringen ja fast nichts, Alter. Guckt euch das mal da unten an. Das ist ja ein Trauerspiel, ein Trauerkloß, ey. Ja, hier mit dem weiter vorne bringt das schon mehr, ne? Bringt das schon mehr. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht Elina verheizen. Aber ich glaube, die haben eh so ein Schloss gehabt, ne? Ah, ne, die haben so ein Schloss hier. Das müssen wir wegmachen, das ist ja sinnlos. Schloss weg. So, nur Elina hat jetzt ein Schloss. Perfekt. So, jetzt warte mal. Jetzt müssen wir hier noch mehr aufleveln. Den leveln wir jetzt noch mehr auf. Level up. Jetzt heizen wir alle, Alter. Wir brauchen die ja eh alle nicht, ne? Alle weg. Kriegen wir da wen? Wir kriegen ja nicht mal ein Level dahin, ne? Das ist ja wirklich bitter. Sind wir bereit für den Boss? Ja, der hat 15.000. Ich denke schon, dass wir bereit sind, ehrlich gesagt, oder? Der ist schon stark. Das macht schon Sinn. Wir gehen da rein. Wir haben außerdem noch Doppel-Damage-Boost für 2 Minuten. Das können wir... Ach, da liegt so viel jetzt, glaube ich. Ich habe 1 Million. Krank. Let's go, Alter. Komm her. Meine Haustiere fetzen nicht locker. Hoffentlich. Wir haben 1 Minute immer nur, ne? Ja, 1 Minute. Ja, schaffen wir locker. Schaffen wir locker. Kein Problem. Problematisch wird es nur, wenn er Pets tötet, weil dann sind die halt raus aus dem Kampf. Der ist gleich tot, der eine. Jetzt wird es anders problematisch, obwohl der ein Defense-Spezialist ist. Was ist das denn für eine Lusche? Der hat komplette Breitseite bekommen. Aber es geht, wir schaffen es. Das überleben, glaube ich, sogar alle Pets, oder? Das ist knapp, ja, geschafft. Nice. Abzeichen halten, Kiste öffnen wir kriegen einen Damage-Booster und einen Haufen Cash. So, jetzt kaufen wir uns direkt hier natürlich durch, macht ja auch Sinn. Bumm, wir sollten mal... 0,7 nur, ne? Das kann schon lange pumpen. Das ist nicht so schnell voll. Das ist cool. Hier an der Rangliste hat sich erstmal noch nichts verändert. Wir sind aber bei 68.000. Aber man denkt, das ist halt nichts, weil für der hat ja schon 15.000. So, das haben wir jetzt neu. Aber warte mal, wir wollen noch nicht rein. So, wir öffnen erstmal die Kiste. So. 440.000. Das haben wir halt fast, ne? Das dauert ja nicht mehr lang. So, wir gehen in die letzte Region und dann müssen wir diese Dinger hier setzen. 10-mal. Das aktuell, also beste Pet, was wir uns leisten können. Bitte wieder. Ah, blau nur. Nur blau, ey. Naja, es hätte auch grün sein können, also immerhin, aber okay. Blau, wie viel hat blau dann? So 25.000 maybe? Gucken wir. 21.000. Zweimal sogar, zwei blau. Gut, richtig. Deploy Best. Ja, das ist halt schon krass. Das macht im Prinzip ja gar keinen Sinn, die abzugraden, weil man so schnell neue Pets kriegt, die eh besser sind. Das ist halt schon krass. Guck mal, die brauchen wir jetzt, die kann man alle, die brauchen wir alle nicht mehr. Ich kriege aber nicht mal ein Level-Up dafür. Das bringt nichts. Mann, ey, ist alles so teuer, Alter. Sagt die Rangliste, hat sich nicht verändert. Wir sind aber bei 122.000. Ey, wir haben sehr viel geschafft. Wenn ihr wollt, dass wir einen zweiten Part machen, ich bin mir sehr sicher, dass ihr das wollt, flankt auf jeden Fall den Like-Button, haut rein, euer Benzer. Bis morgen. Ciao.